sky where the sun comes through. Baby, can't you see the patch of blue? There's a silver lining if you care to see that things aren't as dark as they sometimes seem to be. Es ist Dienstag und es war schon nach 18 Uhr. Das heißt, da kommt eine S-Bahn. War ja klar. Und Wind ist am Start. Hallöchen, es ist Dienstag und es ist schon nach 18 Uhr, das heißt, es gibt schon mein Dienstagsvideo. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann guckt es euch doch mal an. Es heißt Aktane Geschichte und keine Angst, es hat nichts mit der fränkischen Sprache zu tun, nur das Format habe ich so genannt, da ich hatte keine Lust auf Tea-Talk oder Storytime, sondern wollte eben was ganz Eigenes haben. Und da ich aus Franken komme, ist es für mich eben eine kleine Geschichte. Vielleicht habt ihr Lust, mir auch eure Geschichte zu erzählen. Sehr gerne unter das Video kommentieren. Ich würde mich sehr freuen, überhaupt über ein Feedback zu diesem Video und zu dieser Art von Video. Das kam mir sehr spontan und ich wollte es aber unbedingt drehen. Jetzt bin ich hier gerade auf einem Spaziergang und ihr hört auch schon die Glocken läuten. Es geht nicht ohne irgendeine Art von Störung. Ja, ich wohne hier sehr idyllisch, aber Glockenläuten, S-Bahn, Wind, alles ist dabei heute. So, ich nehme euch diese Woche ein bisschen mit, bis zum nächsten Dienstag, wenn ihr das Ganze seht. Denn ja, ich mache gerade EAP, das heißt erweiterte ambulante Physiotherapie. Und Radfahrer, die mir entgegenkommen und die ich nicht voll labern will und die ich nicht aufnehmen will. So, also erweiterte ambulante Physiotherapie. Ich erzähle euch gerne in den nächsten Tagen noch ein bisschen mehr. Und danach geht es für mich hoffentlich wieder in die Arbeit, denn ich würde mich sehr freuen, wieder voll arbeitsfähig zu sein. Und kann euch hoffentlich da dann auch wieder ein bisschen mitnehmen. Also die Schnitte heute sind einfach deswegen so häufig wegen Radfahrern. Oder Flugzeugen, vielleicht hört ihr es ja. Oder S-Bahnen oder Wind. Es gibt genug Gründe und ich spaziere so ein Stückchen und lese dann vielleicht noch ein bisschen. It moves like a rolling stone and you could be lost if you hesitate. Hallöchen, es ist Dienstagabend und ja, wenn ihr dieses Video seht, dann gab es letzten Dienstag ein für mich sehr spannendes Video, das ich veröffentlicht habe. Und zwar heißt es Aglane Geschichte und dreht sich um meine Ukulele. Ich bin sehr gespannt. Schreibt mir sehr gerne, was ihr davon haltet. Ich war sehr aufgeregt heute, das noch fertig zu kriegen und das Thumbnail noch zu machen und so weiter. Und jetzt hoffe ich einfach, dass es gut ankommt. Noch weiß ich es ja nicht. Wenn ihr das hier seht, dann weiß ich schon. Und ich hoffe, es ist gut angekommen. Denn ich würde schon ganz gern noch mehr in der Richtung machen, was so ein bisschen nicht nur mit Büchern zu tun hat. Also was durchaus auch mal sich um andere Geschichten dreht, mal um echte Geschichten, die ich so erlebt habe und die ich so ja, mit so ein paar Kleinigkeiten irgendwie erzählen kann. Und ich hatte eben sehr das Bedürfnis, über meine Ukulele zu sprechen, weil ich die sehr liebe und weil sie mich einfach so glücklich macht. So, und ich versuche euch nicht so viel Chaos hier im Hintergrund zu zeigen, denn diese Woche steht nicht nur meine EAP an in der ersten Woche. Das heißt, ich habe erweiterte ambulante Physiotherapie. Das ist sowas wie eine Mini-Reha, wenn man so nennen möchte. Ich habe leider keine richtige Reha bekommen. Ich lasse mich jetzt mal nicht darüber aus, denn das bringt überhaupt nichts.
Ich habe quasi eine Mini-Reha. Das heißt, ich habe einen Termin Physiotherapie, einen Termin Massage und eine Stunde lang Zeit für Übungen an Geräten oder auch ohne Geräte. Und das mache ich jetzt jeden Tag und das Ganze für 2 Wochen. Ich hoffe, ich kriege noch eine Verlängerung und dann werden wir mal sehen, was sich tut und ändert und ob ich dann schon fit genug bin für die Arbeit. Ich bezweifle es ein bisschen, aber mal gucken. Wie gesagt, diese Woche nehme ich euch mit und ich will einfach ein bisschen zeigen, wie meine Woche so ist, auch den Weg ein bisschen an den Geräten, mal gucken, wie viel ich dort filmen kann und darf. Ich werde es eventuell auch vergessen, ich weiß es noch nicht genau, wie viel ich das hinkriege. Und dann, ja, sehen wir mal, wie die Woche so verläuft, was noch so kommt, was am Wochenende so ansteht und vor allem, ja, wie es mir geht mit dem Ganzen. Also, ich war vor 2 Tagen, am Sonntag war ich impfen, 2. Mal, ja, mit BioNTech. Ich sage das jetzt einfach einmal so ganz ehrlich hier. Und zwar aus dem Grund, weil ich Therapeutin bin, also weil ich in sehr engem Kontakt bin mit vielen, vielen Menschen. Und da wäre das sinnvoll, ähnlich wie bei Ärzten, Krankenpflegern und so weiter, dass man sich impfen lässt. Und jetzt bin ich eben auch vollständig geimpft und ja, genau. Hoffe, dass ich das, dass es so bleibt, wie es jetzt gerade ist. Ich habe nämlich die 2. Impfung sehr, sehr gut vertragen. Ich war nur unendlich müde gestern und vorgestern, heute noch ein bisschen. Und war dann eben auch ja, ein bisschen eingeschränkt, weil ich meinen linken Arm nicht so bewegen konnte. Jetzt ist so, ja, ab einer gewissen Höhe ist es unangenehm, aber es geht. Und das ist das, was zählt. Genau, ich suche hier gerade immer dieses, mein Arm dreht sich oder meine Hand oder wie auch immer. So, ich höre jetzt auf zu labern. Ich bearbeite jetzt nochmal das Video für Samstag. Da kommen meine Rache-Subs. Also wenn ihr jetzt dieses Video schaut, dann guckt mal hier vorbei, da ist die Rache, falls ihr sie noch nicht gesehen habt, für den Juni. Und das sind einige Bücher, kann ich euch verraten, die stehen alle hier hinter mir. Das ist quasi mein Racheregal sozusagen. Ja, diese 3 Regale sind noch voll mit Büchern, die zeige ich euch noch alle in diesem Jahr, weil das meine Rache ist. Ich habe die extra sortiert nach Monaten und so weiter, damit ich sie mir möglichst schnell immer rausschnappen kann und sie euch zeigen kann. Und jetzt, genau, bearbeite ich das Video mal, damit es auf jeden Fall am Samstag kommen kann und ich nichts in Hektik machen muss am Freitag oder morgen, weil mir fällt gerade auf, das wäre echt in Hektik eventuell. Das wäre ja schwachsinnig. Ja, weil der Donnerstag ist bei mir zeitlich ziemlich vollgepackt, deswegen geht es Donnerstag gar nichts, gar nicht zu bearbeiten. Freitag ginge theoretisch, aber da kommt es eben darauf an, was sonst noch ansteht, am Freitag und am Wochenende. Und am Morgen habe ich erst nachmittags ERP und dann befürchte ich, dass ich abends nicht mehr so richtig dazukomme. Also mache ich das lieber heute, solange ich es noch schaffe. Alles, was vorbereitet ist, ist vorbereitet. Das ist besser so, glaube ich. Und dann kommt es ein bisschen darauf an, was ihr noch so sehen wollt. Denn ich habe dann noch ein Video, das heißt quasi, wenn ihr das Video jetzt seht, ist für Samstag noch vorgesorgt, aber danach nicht mehr erstmal. Und da werde ich mal gucken, was ich nächste Woche so drehe oder was so ansteht. Ich bin gespannt. Ich bin mir gerade nicht sicher, was ich noch geplant habe. Weil planen und so und ich. Und ob ich das dann hinkriege. Wir werden sehen. Jetzt geht es für mich erstmal ins Video drehen und dann, Quatsch, nicht drehen, bearbeiten. Und dann sehen wir uns spätestens morgen wieder und es geht hier weiter und ich nehme euch ein bisschen mit. Meine aktuelle Lektüre habe ich euch noch gar nicht gezeigt und zwar von Glenn Dixon, wie ich dank Shakespeare in Verona die große Liebe fand, eine wahre Geschichte. Ich bin so gespannt, was mich auf den letzten 100 Seiten noch erwartet. Ich habe das Ganze jetzt ja, also circa 2/3 habe ich gelesen, circa 100 Seiten sind es noch. Ich bin wahnsinnig gespannt, was mich hier noch erwartet auf den letzten Seiten und berichte sehr gerne davon. Ich hoffe, dass ich das spätestens bis morgen Mittag, also Mittwochmittag, beendet habe. Weiß es aber natürlich noch nicht genau, denn meistens kommt es ja anders, ne? Und als man denkt, sowieso. Also, ja, ich wollte es gestern schon beenden, wollte es heute beenden. Ich werde es morgen beenden wollen. Ich werde es mal sehen, wie ich das schaffe. Wenn ich es beendet habe, muss ich gestehen, weiß ich gar nicht, welches Buch ich als nächstes lesen möchte, denn das ist dann bereits das 3. Buch im Juni
und es ist gerade mal heute der 8. Juni. Und ich habe 3 Bücher beendet. Das ist unfassbar. Habe ich schon lange nicht mehr gehabt, so viele Bücher so früh im Monat beendet. Und deswegen, ja, mal gucken, wie es mir am Ende noch gefällt und womit es dann weitergeht. Die Geschichte hier ist auf jeden Fall vom Autor selbst erzählt, und zwar, dass er selbst eine Reise nach Verona unternimmt und dort dem Club der Julias beitritt oder den Sekretärinnen von Julia und ihnen unter die Arme greift. Das heißt, er schreibt Antworten auf Liebesbriefe, die an Julia adressiert werden und in Verona abgegeben werden. Also, er möchte ja dort helfen und ein Stück weit der Liebe auf die Spur kommen. Und es steht im Titel, die große Liebe. Ich bin gespannt, ob er sie noch findet, denn ja, es sind verschiedene Dinge passiert und er reist wieder nach Verona. Mehr verrate ich jetzt an dieser Stelle nicht. Und gebe natürlich meine abschließende Meinung dazu, ohne Spoiler ab. Spätestens in meinem Lesemonat, aber am besten hier natürlich schon, wenn ich es dann beendet habe. Heute Morgen habe ich tatsächlich dieses Buch beendet und ich bin super, super glücklich damit, denn es war ein sehr besonderes Buch. Ich erzähle dazu natürlich ausführlich was im Lesemonat, aber so viel. Es geht um Shakespeare, es geht um Sprache, es geht um ganz, ganz tolle Erkenntnisse über Shakespeare und über vor allem die Geschichte von Romeo und Julia, die wohl bekannteste Liebesgeschichte der Welt und vielleicht auch die älteste und vielleicht auch gar nicht so erfunden, wie man glaubt. Das heißt, Glenn Dixon bringt hier etwas super Tolles zu Papier und ich würde sagen, schaut alle mal rein, wer sich für Geschichte in dem Sinne interessiert, dass es um die Entstehung und die Hintergründe von Romeo und Julia geht, um Romeo und Julia an sich geht, die Inhalte und auch natürlich um die Geschichte in dem Sinne von Glenn Dixon, wie er das Ganze so erlebt, was er so macht, was er als Lehrer so tut. Und dann letztendlich, wie er seine große Liebe in Verona findet. Ich finde eine wahnsinnig tolle Geschichte, die wird noch ein bisschen in mir weiter wirken und ich kann nicht direkt die nächste Geschichte, vor allem Liebesgeschichte, beginnen. Dementsprechend werde ich jetzt erstmal ein bisschen sachbuchig unterwegs sein und dann, ja, sehen wir weiter. Jetzt geht es für mich aber erstmal zur Reha, beziehungsweise zur EAP. Ist ja keine richtige Reha. Und heute Abend telefoniere ich dann mit meiner liebsten Lisa und mal sehen, was ich euch dann noch zeigen kann. Jetzt machen wir uns aber erstmal auf den Weg. Baby, can't you see the patch of blue? There's a silver lining. If you care to see that things aren't as dark as they sometimes seem to be. So, ich bin jetzt fertig mit dem Training und geduscht und angezogen wieder. Und jetzt geht's noch zur Therapie. Ich freue mich sehr und hoffe natürlich, dass es hilft. Und melde mich dann später wieder. Ich kann leider hier nicht ganz so viel filmen, weil hier natürlich auch andere Menschen sind. Und das ist nicht immer so einfach. There are good days coming.
There's a hole in the gray sky where the sun comes through. Baby, can't you see the patch of blue? There's a silver lining if you care to see that things aren't as dark as they sometimes seem to be. Wie war das mit dem Blocken? Und wie war das hier mit der Farbe? Warum habe ich eine helle, ganz normale Lampe und ich sehe rot aus? Ich war nicht so lange in der Sonne, dass ich jetzt einen Sonnenbrand habe. Aber ich war tatsächlich in der Sonne. Eins nach dem anderen. Heute ist Donnerstag. Gestern habe ich meine ERP gemacht und hat mir gut getan wiederum. Ich finde es faszinierend, wie viel sich da tut in so kurzer Zeit. Ich freue mich so, auch auf morgen freue ich mich so sehr und merke, das ist schon das fünfte Mal und quasi schon die Hälfte von dem, was bisher geplant ist, rum. Aber dazu später. Also ich habe, ja, gestern das hinter mich gebracht. Es war ein bisschen schwieriger mit dem Heimkommen gestern. Die Öffentlichen hatten da nicht so das Beste für mich übrig, zeitlich. Und dementsprechend habe ich etwas länger gebraucht, aber es hat nichts gemacht. Meine liebe Lisa hat auf mich gewartet und dann haben wir ein sehr dringendes, endlich Telefonat geführt und über alles Mögliche gequatscht. Ich habe mich sehr gefreut. Wir haben uns über Bücher ausgetauscht, über ihr letztes Wochenende und über Erlebnisse. Und ach, es war einfach schön und dringend notwendig. Und wir müssen ganz bald wieder telefonieren. Wir machen das einfach viel zu wenig. Das darf nicht sein. Und jetzt ist es so, dass eben heute, Donnerstag, es ist schon abends. Vielleicht ist es aufgefallen. Ich war ein bisschen unterwegs. Also der Donnerstag war vorab schon so, okay, es wird vermutlich anstrengend. Es war auch anstrengend, aber es war auch wahnsinnig schön. Ich hatte heute Morgen direkt ERP, habe es da geschafft, dass ich meinen Bus verpasst habe. Also ich wusste es schon, ich brauchte nicht loslaufen hier aus der Wohnung, sondern ich wusste schon, das schaffe ich nicht mehr. Dann bin ich mit meinem Auto gefahren und habe festgestellt, dass die da tatsächlich eine kostenlose Tiefgarage haben. Und ich war absolut baff. Also ich bin kein Mensch für Tiefgarage. Ich bin da ein bisschen schwieriger. Also ich habe echt kein großes Auto. Meine doch ein bisschen ältere Karre. Also es ist kein neues Auto. Mein Kleiner ist jetzt 14 Jahre alt, glaube ich. Ich glaube, 14 Jahre ist er alt. 15 wird er jetzt schon, glaube ich. 15 wird er diesen Sommer. Auf jeden Fall, wie gesagt, nicht mehr der neueste, aber klein. Und eigentlich könnte man denken, Tiefgarage ist ja kein Thema, wie ein kleines Auto. Ich finde schon, weil ich mag Tiefgaragen einfach nicht, mir ist immer alles zu eng. Es war auch wahnsinnig duster da drin, es war echt so richtig dunkel. Und dann, ja, habe ich es aber alles noch rechtzeitig geschafft, es hat eigentlich top geklappt. Muss ich gestehen, so wie der Tag angefangen hat, ging er nicht weiter, also es war alles toll. Und dann bin ich heimgekommen, hatte noch sozusagen hier Mittagspause, habe hier geduscht noch und ja, mich fertig gemacht. Damit ich dann wieder losgehen konnte mit dem ganzen Kram. Ich habe meine Tasche neu gepackt, weil ich bin zu meinem D-Arzt gefahren. Der gibt mir eine Verlängerung, die ist zwar noch nicht offiziell raus und von ihm ausgesprochen, weil er meinte, das kann er nicht kurz nach Beginn machen, sondern erst nächste Woche machen. Aber ich kriege eine. Und dann ist außerdem ja soweit alles klar gewesen schon. Das heißt, es war kein langer Termin. Und danach habe ich die Zeit genutzt und war im Hugendubel. Leider liegt es so. Also das ist fast wie direkt nebendran, neben der Praxis von meinem D-Arzt. Also es ging nicht anders. Es ging nicht anders. Und dann war ich noch bei meiner Arbeitsstelle kurz und habe da was abgegeben, was wegen Wegeunfall BG, was die brauchen. Ja, was habe ich sonst noch gemacht? Dann war ich noch, also ich war echt lange im Hugendubel, über 2 Stunden. Und ich zeige auch gleich, was ich mitgenommen habe, weil das habe ich nicht gefilmt. Mein Akku war nämlich von der Kamera schon ziemlich leer und ich habe gedacht, mir geht die gleich aus. Ich kann die nicht die ganze Zeit anhaben. Dementsprechend, ja, zeige ich euch das gleich, was ich mitgenommen habe. Gekauft habe, nicht nur mitgenommen. Und dann war ich noch am Lehnbachplatz. Das ist quasi einmal so in großem Bogen um die Ecke rum sozusagen.
Und da ist ein bisschen grün, da ist ein bisschen schattig. Und habe da eigentlich noch ein bisschen die Zeit genossen so und habe mir gedacht, hier kann ich jetzt sitzen und lesen und was trinken und was essen. Und ja, genau, habe es auch gemacht. Jetzt habe ich mir fast selber ins Auge gestochen. Gut, auf jeden Fall bin ich dann eben später noch, also gegen abends, dann dort wieder los und bin zum Klavierunterricht gefahren. Und ich habe nicht gefilmt, wie gesagt, mein Akku war leider leer. Ich hätte gern gefilmt. Ja, es ist jedes Mal ein absolutes Highlight und ich liebe das so sehr. Klavierunterricht mit Tina. Auch heute hat es wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich liebe das einfach sehr, einfach die Art, diese Zeit zu verbringen gemeinsam. Und mein Hirn rafft meistens ziemlich viel in so kurzer Zeit und meine Finger kriegen das schnell umgesetzt und es macht so viel Freude, das zu erlernen. Und deswegen, ja, hatte ich das heute wieder. Sehr, sehr großes Vergnügen und bin jetzt angekommen. So, es ist nach 9 und ich esse jetzt noch was, weil mein Magen hat rumort und hat gesagt, ich möchte noch was zu essen. Das ist auch verständlich. Und genau, abgesehen davon, ich laber und laber, ich komme gar nicht zum Essen. Abgesehen davon hat sich ein ganz lieber Freund gemeldet, was ich sehr schön finde. Also ich habe ihm geschrieben, einen Vorschlag gemacht und dann hat er sich aber tatsächlich gemeldet, was ich nicht gedacht hätte unbedingt. Ich habe es gehofft, aber nicht gedacht. Und ich habe mich so, so, so darüber gefreut, über diese Rückmeldung, weil ich ihn jetzt echt lange Zeit nichts mehr von ihm gehört habe. Und das fand ich sehr schade. Und ja, wir treffen uns vermutlich am Sonntag und da freue ich mich sehr drauf. Das heißt, es gibt vermutlich wieder Eis. Wir hatten letztes Jahr so einen fast schon legendären Tag. Da hat er mich zum Eisessen eingeladen. So nach dem Motto, du, hier, ich würde dich zum Eisessen einladen. Unten hat eine neue Eisdiele aufgemacht. Wir waren am Ende an diesem Nachmittag irgendwie bei drei verschiedenen Eisdielen da in der Gegend und haben Eis geschleckt. Wir konnten eigentlich schon gar nicht mehr und wir haben trotzdem nochmal Eis gekauft. Ja, also es war schon irgendwie besonders und es war sehr lustig und ich genieße die Zeit mit ihm und auch heute der Austausch war sehr, sehr schön. Ich habe es sehr genossen. Deswegen freue ich mich da auch drauf. So, und so ein toller Tag. Da möchte ich eigentlich nur noch sagen, mir ist noch was aufgefallen und zwar, ich grüße, also nein, anders angefangen. Ich fahre gerne und eigentlich auch recht viel mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Jetzt kann der eine oder andere sagen, naja, aber die kommen mal zu spät und dann funktioniert das nicht und dies und jenes. Und ja, das trifft auch zu und das trifft auch auf die S-Bahn München zu. Wenn ich einfach nur S-Bahn München sage und manch einer die kennt, dann ist schon klar, was ich damit ausdrücken will. Auf jeden Fall ist es so, natürlich gibt es da Probleme, aber wenn ich selber fahre, kann ich ja genauso gut im Stau stehen oder vor mir ist ein Müllauto oder ein Bus oder ein DHL-Auto bleibt stehen mitten auf der Straße oder was auch immer. Und ich kann genauso auch zu spät kommen und nicht nach Plan. Und ich mag dieses Verantwortung abgeben an die öffentlichen Verkehrsmittel. Das mag ich sehr gern daran. Und ich mag auch daran, dass ich einsteige und meinen Busfahrer grüße oder Busfahrerin. Und dass ich aussteige, mich bedanke und noch einen schönen Abend wünsche. Und ich mag das sehr, sehr gerne. Und ich glaube, der Busfahrer, der mich heute jetzt zum Schluss gefahren hat, Heimweg quasi, ich glaube, den habe ich heute in Summe dreimal gesehen auf irgendwelchen Strecken. Und das ist irgendwie, ja, kann es überhaupt sein? Oder nur zweimal und ich habe ihn gestern auch gesehen. Also auf jeden Fall habe ich ihn jetzt irgendwie in kürzester Zeit recht oft gesehen und dachte ich mir also, was der sich wahrscheinlich denkt, so, was die denn da überhaupt macht, ständig mit dem Bus hin und her fahren. Aber macht ja nichts, ich finde es einfach sehr schön. Und man muss sich jetzt nicht groß mit denen unterhalten oder anfreunden oder so, aber ich finde es einfach nett, wenn man da höflich ist und dankbar ist für das, was derjenige tut, seine Arbeit tut und dementsprechend dann eben auch das äußert. In Summe habe ich festgestellt, dass ich wahnsinnig dankbar bin, denn ich möchte euch hier oben noch ein Video verlinken. Endlos Gelaber. Es geht gleich weiter mit anderem Kram. Ja, hier oben möchte ich euch verlinken, das Video, das ist in diesem Jahr erst erschienen, bezieht sich aber auf letztes Jahr und zwar auf genau vor einem Jahr. Heute ist der 10. Juni 2021. Am 10. Juni 2020 habe ich die 100-Tage-Challenge beendet. Und wer die Geschichte noch nicht kennt darum und das Video noch nicht dazu kennt, der darf sich es gerne einmal angucken. Auch Teil 2 natürlich. Ein bisschen was darüber erfahren. Und ich finde es sehr schön, weil ich habe heute spontan daran gedacht, dass ja heute genau der Tag ist,
der es eben vor einem Jahr war und der so besonders für mich war vor einem Jahr. Und dieses doch durchaus auch emotionale, berührende Video habe ich gemacht und das hat jetzt auch schon andere heute wieder berührt. Das fand ich sehr, sehr schön zu hören. Vor allem auch von Seiten, von denen ich es nicht erwartet habe. Deswegen auch hier an dieser Stelle wieder der Aufruf, lasst mir sehr gerne alles da, was ihr nur erzählen wollt, über eine Geschichte. Ich bin sehr gespannt. Ich habe den Anfang einer Geschichte über Instagram geschickt gekriegt. Ich bin schon sehr gespannt, wie es weitergeht. Quasi als Antwort auf mein Video, das Aglane Geschichte heißt. Und dann außerdem, lasst mir sehr gerne da, wie steht ihr denn zu öffentlichen Verkehrsmitteln? Nutzt ihr die gerne? Macht ihr das? Seid ihr zu faul? Was auch immer. Oder auch gerne dazu, wie ihr so einen Tag verbringt. Ich habe heute nicht alles durchgeplant gehabt. Ich habe mich sehr darüber gefreut, wie er geworden ist. Und bin jetzt sehr dankbar, dass ich hier sitzen darf, ein bisschen Ruhe habe, mich gleich hinlegen darf. Und jetzt erstmal was essen werde. Mein mitgenommenes Essen, das ich nicht aufgegessen habe. Und dann melde ich mich wieder mit den Dingen, die ich gekauft habe. Ich muss mich jetzt einfach nochmal melden. Wenn du das siehst, du hast unfassbar mein Herz berührt mit deiner kleinen Geschichte. Ich kann es gar nicht fassen. Ich kann es echt nicht. Ich heule gleich, echt. Das ist so schön. Ich weiß natürlich nicht, wie viel ich davon erzählen darf. Aber da ich keinen Namen nenne, hoffe ich, das ist in Ordnung, wenn ich das hier erwähne. Oh, ist das eine schöne Geschichte. Das berührt mich so auf so vielen Ebenen. Und es ist nur ganz kurz. Ich gucke nochmal kurz, nicht, dass ich irgendwie was Falsches erzähle. Also, mir wurde eine kleine Geschichte erzählt, in dem Fall über Instagram. Könnt ihr auch sehr gerne tun. Ich freue mich über alles, was ich so mitkriege, höre, lese. Wirklich unfassbar. Ich versuche auf alles möglichst schnell und passend zu antworten. Oh, ja. Also, diese Person, die wollte gerne Gitarre spielen. So wie ich. Und dann hat diese Person eine Ukulele vorgeschlagen gekriegt. Hat da aber nicht nur positives Feedback in ihrem Umkreis gekriegt. Nennen wir es mal so. Und so richtig losgelassen hat sie das Thema nicht. Sie hat sich informiert. Und es wurde auch von ihrem Umfeld wahrgenommen, dass sie sich informiert. Und dann kam mein Video dazu. Und sie hat gemerkt oder hat den Entschluss gefasst, jetzt zeigt wirklich alles Richtung Ukulele. Jetzt soll es ein Zeichen sein, dass ich jetzt auch noch ein Video dazu hochlade und darüber erzähle. Quasi eine ähnliche Geschichte. Und ja, tatsächlich lässt sich auch manchmal das Umfeld umstimmen und sie hat eine Ukulele jetzt. Und sie freut sich sehr darauf, dass sie da bald loslegen kann. Und ich wünsche, wenn das Video hier kommt, dann ist sowieso schon wieder Zeit vergangen. Das heißt, bis dahin hat sie garantiert schon ausprobiert. Und ich werde ihr ja auch direkt noch antworten. So eine wunderschöne Geschichte. Und es braucht keine, ich weiß nicht mehr, wie lang mein Video geworden ist, 10 Minuten, sonst wie, und ausformulierten Sätze. Also lange Sätze irgendwie, um alles drumherum zu erklären und auszuschmücken. Es hat mich so sehr berührt. Vielen, vielen Dank für diese Geschichte. Wenn du das jetzt siehst, dann wirst du merken und wissen, dass du gemeint bist. Vielen Dank. Ich werde mir jetzt genau überlegen, was ich dir antworte und wünsche dir natürlich hier an dieser Stelle auch nochmal wahnsinnig viel Freude mit dieser Ukulele. Und da spielt keine Voraussetzung, die du genannt hast, eine Rolle. Keine einzige. Das Einzige, was eine Rolle spielt, ist unser Wille. Der sagt aus, wie stark wir sind, was wir schaffen können. Und alle Zeichen stehen da darauf, dass du genau das machen sollst, was du machen möchtest. Und das rate ich jedem, so wie mir mein Klavierunterricht so gut tut, dass ich das, das ist für mich wie wenn ich Therapie machen würde oder so. Es ist für mich richtig wichtig und richtig guttunend. Deswegen einfach das machen, was einem gut tut. Es führt kein Weg dran vorbei. Und es anzufangen ist vielleicht der schwerste Schritt, aber der wichtigste. Weil wenn man erstmal loslegt, dann ist es danach gar nicht mehr so schwer. Dann kommt jeder weitere Schritt so
fast wie von alleine. Und dann hat man schon Blut geleckt, wie man so schön sagt. Und dann möchte man noch mehr und weitermachen. So, ich bin jetzt ein ganzes Stück beseelt und esse jetzt weiter. Aber vielen, vielen Dank für diese Geschichte nochmal. Ich dachte mir, es geht um Bücher. Dann wollen wir die auch hier im Bild haben. So, ich habe zugeschlagen. Ich hoffe ja, ich zeige euch jetzt die Bücher, die ihr dann auch im Neuzugänge-Video seht. Das heißt, dass es jetzt doppelt gemoppelt ist, weil dann heißt es auch, dass ich nicht noch mehr Bücher habe einziehen lassen. Ich habe zwar viel aussortiert und dazu erzähle ich auch noch was. Und ich habe auch ein bisschen was gelesen, auch schon im Juni und natürlich auch im Mai ein bisschen was gelesen. Aber gut, ich brauche mich nicht zu rechtfertigen. Also, ich habe mir geschnappt. Barfuß um die Welt heißt das Ganze von Judith Etz. Wie ich durchs Barfußlaufen geheilt wurde und zu mir selbst fand. Es hat mich sofort gekriegt, weil Barfußlaufen und weil es geht darum, dass sie selbst eine Krankheit hat. Sie möchte aber auf entsprechende schulmedizinische Behandlungen verzichten. Ich will damit jetzt nicht grundsätzlich die Schulmedizin angreifen, aber nur sagen, dass sie eben darauf verzichtet. Ich finde es wahnsinnig stark und mutig und sie läuft los. Um die Welt. Barfuß. Und ich bin sehr gespannt, was sie da erlebt und berichtet. Und ich finde, es ist schön aufgemacht. Ich freue mich sehr darauf. Worauf ich mich ebenfalls freue. Es dreht sich um Werde übernatürlich von Dr. Joe Dispenza. Von Dr. Joe Dispenza habe ich bereits dieses Buch hier stehen. Ein neues Ich. Das ist mein erstes Buch von ihm. Das ist jetzt mein zweites. Wie ihr an dem blauen Zettel erkennt, ist es immer noch nicht ausgelesen. Ich habe es tatsächlich, als ich hier eingezogen bin, vor eineinhalb Jahren, über eineinhalb Jahren, Gott, es ist deutlich mehr als eineinhalb Jahre her, habe ich das Buch angefangen. Oder habe ich zumindest auch davon gesprochen, das weiß ich noch. Und ich habe es halt immer noch nicht beendet. Ich habe quasi den Übungsteil immer noch nicht gemacht oder abgeschlossen, diesen Anhang. Und ich sollte es endlich mal tun. Und das habe ich mir vorgenommen. Und deswegen habe ich gesagt, ich habe mir so sehr vorgenommen, dass ich es tatsächlich auch tun werde. Ich bin sehr davon überzeugt. Und dementsprechend durfte das hier einziehen. Es geht darum, wie gewöhnliche Menschen das Ungewöhnliche erreichen. Insgesamt geht es bei seinen Werken darum, dass der Geist über Materie herrscht, dass quasi Energie das Ganze lenkt und leitet. Und ich bin sehr gespannt, worum es dann nochmal genauer hier drin geht. Hier ging es ja darum, dass man sich sein eigenes Leben erschaffen kann, dass man durch Visualisierung, durch letztendlich auch eine Form von Meditation vorher, alles in die Wege leiten kann, damit etwas so stattfindet, wie man das möchte. Und das ist absolut spannend und faszinierend und zum Teil so, dass man denkt, ja, nee, klar, natürlich. So? Andererseits, einiges davon stimmt schon genauso. Und ich möchte nochmal davon schwärmen können, wenn ich es ganz beendet habe. Und ich möchte umso mehr auch davon schwärmen können, wenn ich noch ein zweites von ihm beendet habe. Und mich dann wiederum aufs dritte freuen kann. Denn das darf dann erst einziehen, wenn der Klopper hier gelesen ist. Dieses Schätzchen hat auch nur ungefähr... Oh, da sind jetzt noch bunte Anhang drin. Oh. Wie sich über Farben freut, ne? Ein Kind, ne? So, das hat um die 450 Seiten. Ich hoffe, es dauert nicht wieder so lange, bis ich davon erzählen kann. Und dann ist außerdem noch buchig eingezogen. Einen Moment. Von Dr. Joseph Murphy. Die Macht ihres Unterbewusstseins, das Original. Das Buch wurde mir von mehreren Seiten auch schon empfohlen, auch von Patienten. Das habe ich jetzt nicht in irgendein Video gepackt, aber ja, das weiß ich noch. Und ich habe es stehen gesehen und habe dann tatsächlich mal dazu gegriffen, habe es angelesen und habe gemerkt, so, ja, das geht für mich in eine ähnliche Richtung wie Dr. Joe Dispenza, aber eben anders. Und ich will einfach das auch noch lesen, weil ich schon der Meinung bin, dass unser Unterbewusstsein ganz viel Einfluss hat auf unser Leben und dass wir aber wiederum auch unser Unterbewusstsein beeinflussen können, damit wir den sozusagen positiven Effekt davon haben. Soviel zu den buchigen Neuzugängen. Bei mir ist noch mehr eingezogen. Kann man jetzt aus dieser Aussage schon lesen. Ihr haltet mich alle für bekloppt. So, jeder, der mich jetzt dafür verurteilt und der es doof findet, bitte in die Kommentare schreiben. Ich lese es vielleicht. Ich habe diese flache Schale gekauft. Und ja, die gab es in der Buchhandlung. Da steht drauf Sushi-Teller. Ich fand das Muster irgendwie schön. Und passend dazu, ich zeige es euch mal nochmal aus der Nähe. Passend dazu, drei Schälchen.
die standen eigentlich zuerst fest und dann habe ich noch diesen Teller genommen. So, die Schale sieht so aus wie der Teller. So ähnlich. Und vielleicht auch nochmal so ähnlich. Innen. In dem Fall innen hier so in quasi helle Punkte und helle Streifen. Außen genau das Gegenteil. Ja, die sind nicht so richtig groß. Die heißen, glaube ich, Reisschale, Reisschälchen. Ich weiß noch nicht, ob Reis reinkommt. Ich habe eher an so Himbeeren gedacht, jetzt so im Sommer. Und Heidelbeeren oder Schokolade. Nein, es kann natürlich alles rein, was nur rein will. Ich bin mir dessen bewusst, dass man Geschirr nicht unbedingt im Buchladen kauft. Keine Ahnung, fragt mich nicht. Es ist eigentlich das ideale Geschirr für meine Mutter. Fällt mir da gerade auf, weil weiß und blau. Naja, wie gesagt, mir gefällt's. Ich habe schon ein paar individuelle Stücke in meiner Küche. Das heißt, die ist definitiv nicht darauf ausgelegt, dass alles perfekt passt und ich ein riesengroßes Teller, Schüssel, sonst wie Sortiment habe. Und jetzt soll das eben so ein bisschen asiatisch, wie auch immer, angehaucht sein. Ich mache sehr gerne selbst Sushi und ich habe jetzt auch entdeckt für mich die Summer Rolls und ich weiß nicht. Also so asiatisch bin ich definitiv offen dafür und wieso nicht, wenn das noch mit schönen Schälchen daherkommt. Ich freue mich aufs nächste Mal Sushi machen und aufs nächste Mal Summer Rolls machen und ja, werde ich die Sachen verwenden. Ich weiß es, ich weiß, dass ich sie verwenden werde, weil ich sie liebe. Und ich habe ja ein bisschen das Glück. Toll. Dreimal auf Holz geklopft. Dass bei mir eigentlich nichts kaputt geht. Ich wüsste nicht. Eine Schale ist kaputt gegangen, war von Ikea, hatte durchs Spülen und durch was auch immer Transport so ein paar Risse gekriegt, irgendwann nach einer Weile und ist dann kaputt gegangen. Aber das war auch mehr so Gebrauchsspuren und Gegenstand und dann war das in Ordnung. Ich schmeiß, wie gesagt, in der Regel nichts einfach so runter und dann ist es kaputt. Ja, da kaufte sie dann 3 Bücher und Geschirr. Heute oben lang, unten kurz. Und es ist gar nicht mehr so kalt. Und es ist gerade mal 8.30 Uhr, genau zu sein. Ich bin auf dem Weg zur ERP. Yay! Ich freue mich tatsächlich sehr, obwohl ich Muskelkater habe und K.O. bin und noch nicht weiß, ob ich heute alles schaffe. Aber nur sehen, wie es läuft. Nach dem Training, geduscht und umgezogen, frisch für die Therapie. Ich freue mich sehr und dann ist Wochenende für mich. Ich bin wieder zu Hause und wollte jetzt mal mein Mittagessen filmen. Wo fangen wir denn an? Vielleicht hier drüben. Das Ganze sind 3 Scheiben Knäckebrot und zwar von Wasa und auch noch glutenfrei. Ich habe mich so gefreut, dass ich die gefunden habe. Und sie schmecken einfach wie Knäckebrot. Das ist total toll. Ich habe die einfach mit einer Frischcreme Kräuter von Beda bestrichen, also veganer Frischkäse mit Kräutern und noch selber dekoriert. Einmal mit Basilikum, mit Schnittlauch und mit Erdbeerminze. Ich bin sehr gespannt, ob mir das schmeckt. Ich hoffe schon. Sehr grün ist es auf jeden Fall. Und nebendran eine riesengroße Schüssel noch mit Salat. Das ist ein Lollo Rosso, glaube ich. Müsste es sein oder ein Eich? Nee, ein Lollo Rosso. Und da sind drin Gurke, die sieht man nicht mehr wirklich, Paprika, ein Dressing, Sonnenblumenkerne, Sesam, Himbeeren sieht man und das Weiße hier ist kein Feta und auch kein gefakter Feta, sondern der heißt Gaudi von der Marke Saville oder so ähnlich und der ist smoked, also der ist so ein bisschen geräuchert. Er schmeckt wie geräucherter Käse oder Schinkenkäse. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie der heißt. Also wenn ich es herausgefunden habe, dann schreibe ich es euch dazu. Aber so schmeckt der für mich. Also richtig würzig und richtig geräuchert. Und ich finde es tatsächlich sehr lecker. Ich habe den jetzt heute zum ersten Mal aufgemacht.
Und ich bin sehr gespannt, wie die ganze Kombi so zusammenschmeckt. Es ist viel, aber ich habe auch richtig Hunger, weil ich nicht wirklich gefrühstückt habe. Also ja. Und das lasse ich mir jetzt schmecken mit dieser Aussicht. Es ist herrlichstes Wetter. Ich gehe dann auch noch spazieren später. Und ja, hoffe, ihr habt auch so einen tollen Start in das Wochenende gehabt. Es ist ja schließlich schon rum, wenn ihr das hier seht. Und ja, für mich ist Therapie vorbei für diese Woche. Aber ich freue mich auf nächste Woche. Und dann geht's weiter. So, am Licht erkennt ihr, dass es schon wieder später ist. Ich habe das Deckenlicht an und es ist mal wieder irgendwie ganz merkwürdig, die Farbgebung. Aber ja, ich. So, wer es vielleicht tatsächlich auch mitgekriegt hat, an dem Tag heute jetzt, also wie gesagt, in eurer Vergangenheit, da habe ich einen Filter oder einen Effekt oder wie auch immer in der Story benutzt, der einem sagt, welcher Beruf man ist, also anhand des Gesichtes. Ich bin Model. Aber gut, dazu vielleicht später mehr. Nein, ohne Mist, ich weiß nicht, wie dieser Effekt da drauf kommt. Ich schaue grauenhaft aus, aber das macht nichts. Ich will jetzt auch gar keine Komplimente haben oder so. Alles gut. Also, ich habe hier hinter mir eine absolute Chaosküche. Und ja, es ist schon spät, trotzdem räume ich die jetzt auf. Und zwar nicht nur das, hier... So, ich räume die jetzt auf und zwar nicht nur hier unten... Quasi, also das, was zu spülen ist und so Kram, also nicht nur das. Ich werde auch die Regalbretter dort oben und das alles hier unten und alles. Ich weiß nicht genau, wann ich damit fertig sein will. Übermorgen? Ja, ich müsste nämlich auch noch das Video nebenher fertig bringen, das am Samstag erscheint. Meine Rache. Ja, wenn dieses Video... da ist, dann gibt es auch da oben die Rache. So viel mal dazu. Nebenher, ne? 1000 Dinge gleichzeitig, ne? Und nichts gescheit und ich habe noch 1000 Dinge auf der To-Do-Liste. Wir fangen jetzt einfach mal an. Es soll jetzt, egal. Das Ganze kriegt ihr als Zeitraffer und ich werde mal gucken, wie viel ich schaffe, gut mitzufilmen oder meine Kamera auch fokussiert auf mich oder irgendwen anders oder irgendwas anderes. Wir werden mal sehen. Und ja, das, was ihr seht, ist meine Küche. Von hier bis hier. Das ist sie nicht. So, jetzt geht's los. Vielleicht seht und merkt, es ist ein neuer Tag. Das heißt, ich habe das Projekt nicht beendet. Ich hätte euch jetzt sehr gerne die aufgeräumte, super neu organisierte, ausgemistete Küche gezeigt. Ist nicht. Es ist Samstag, es ist auch schon nachmittags. Das heißt, ich habe gestern das nicht mehr beendet. Die Müdigkeit hat gesiegt und ich war einfach K.O. von der Woche. Jeden Tag wieder plötzlich Sport machen und solche Geschichten klingt für manche einen jetzt nicht viel, für mich war es viel. Einfach weil in diesem Jahr, ja, meine Belastungsgrenze ziemlich gesunken ist. Sonst nichts. Sie ist irgendwie nicht mehr gestiegen. Auf jeden Fall, ich schaue so komisch aus, weil meine Haare trocknen sollen. Ich
probiere was aus. Wir werden mal sehen, ob das was hilft mit diesem grauen T-Shirt. Okay, lassen wir das beiseite. Ich mache jetzt hier weiter in der Küche. Das heißt, da ist immer noch nicht alles abgespült, beziehungsweise schon wieder neues, dreckiges Geschirr dazugekommen. Das werde ich jetzt machen und dann werde ich tatsächlich die ganze Küche aufräumen. Das ist mein Tagesziel, mein erklärtes, und das werde ich jetzt auch schaffen. Ich habe gestern, war ich noch spazieren. Vorher? Ach, das habt ihr gesehen, ne? Also ich war spazieren und da habe ich gelesen, da habe ich ein neues Buch angefangen. Und das habe ich auch heute Morgen teilweise weitergelesen. Ich dachte, ich beende es gestern noch. Habe ich auch nicht geschafft. Ist so. 155 Seiten. Trotzdem habe ich es noch nicht beendet. Macht aber gar nichts. Vielleicht beende ich es ja heute tatsächlich noch. So. Küchenthema. Küche sitzt dran. Und ja. Ich zeige euch gleich im Detail, was ich meine. Warum das dringend notwendig ist. Nach 1,5 Jahren, die ich hier wohne und hause. Ich habe nicht alles zugemüllt und zugestellt, aber notwendig wäre es. Deswegen, los geht's. So, vielleicht seht ihr das Problem. Die sind nicht ganz so riesig groß, diese Bretter, und ziemlich vollgestopft. Ähnliches gilt auch hier oben. Da kommt so ein Glasstrohhalm raus, den ich benutze. Ich habe noch mehr. Aber die Tassen stehen hier alle über den Rand raus. Und manchmal wird es ein bisschen gefährlich und abenteuerlich. Auch die da hinten. Huch. Die wirkt tatsächlich sehr absturzgefährdet. Ja, und ähnliches auf der anderen Seite. Fokus kommt mit. Ziemlich viel aufgetürmt. Ich werde mir das einmal nochmal angucken. Schauen, was ich davon behalte, was ich möglichst schnell aufbrauchen möchte. Und neu sortieren will. Und ja, das seht ihr jetzt. So, zwischendurch hole ich mal eben hier meine Wäsche aus dem Keller und habe andere schon reingeschmissen. Seid ihr übrigens auch so verrückt? Ich muss das jetzt einfach mal fragen. Ich hänge meine Socken so auf, dass die alle gleich sind, also paarweise. Und die Ferse in die gleiche Richtung zeigt. Und quasi die Zehen unten sind und der Rest oben. Ja, Nerd Level 1000. Sonntag, es ist strahlenblau Himmel, wie man sehen kann. Und ich laufe jetzt zur S-Bahn und fahre gleich nach München rein, treffe einen lieben Freund und wir gehen ein bisschen spazieren. Bestimmt noch ein Eis essen, denn es ist sehr warm. Ich habe mein Sommerkleid an und ja, ich freue mich auf diesen entspannten, sonnigen, schönen Sonntag. Und ihr hört auch schon die Glocken läuten. Ja, auch die gibt es in Fürstenfeldbruck. Jetzt geht es aber für mich weiter Richtung S-Bahn. Und ja, vielleicht zeige ich euch ein bisschen was. Ich weiß nicht genau, wie viel ich schaffe mitzunehmen, weil ja, mir ist das Treffen sehr wichtig und ich möchte natürlich das genießen. Deswegen mal schauen. Es ist Dienstag und das heißt, dieser Vlog ist hiermit zu Ende.
Ich möchte nur noch ganz kurz sagen, ich war gestern natürlich trainieren und in der Therapie und heute auch. Ich bin völlig K.O. Es ist ziemlich warm hier. Ich bin ja auch noch im Dachgeschoss. Ich sage immer, dass es nicht so schlimm hier ist. Und es ist auch nicht so schlimm. Aber es reicht. Heute reicht es mir zumindest. Ich war gerade im Bus. Es ist mittags. Ich war gerade im Bus mit vielen Kindern. Schulkindern. Ich weiß, warum ich nicht Lehrerin geworden bin. Und das ist auch gut so. Ich auch nicht Kindergärtnerin oder irgendwas anderes Ähnliches geworden bin. Ja. So, das Chaos hier. Ja gut, schöner wird es nicht mehr, ne? Ja, was bleibt noch zu sagen? Ich war gestern auf eine Empfehlung hin in einem wunderschönen Buchladen. Und heute nochmal, ich habe nicht so viel gefilmt dort, aber ein bisschen was. Ich zeige es aber an dieser Stelle noch, was ich gekauft habe. Das wollte ich ja noch. So, und zwar gestern habe ich gekauft. Ignoriert das Chaos um mich herum. Ich habe übrigens nur geschafft, den hinteren Teil hier oben aufzuräumen. Der Rest ist noch unaufgeräumt in meiner Küche. Noch nicht ausgemistet, noch nicht ordentlich geputzt. Das steht auch noch heute an, das fertig zu machen, so wie mein Bücherregal eigentlich auch mal fertig gemacht werden sollte. Ja. Mal gucken. Ich habe gestern entdeckt einen Roman, der nennt sich Trennungsroman von Anna Brüggemann. Und zwar geht es da darum, was denn in den letzten 30 Tagen einer Beziehung passiert und ob es den richtigen Moment quasi gibt, um zu gehen. Und ob man den selbst bestimmen kann. Und ich finde diese Fragen sehr, sehr spannend. Deswegen hat mich das sofort angesprochen, auch wenn ich es nicht kenne, bisher nie gesehen habe irgendwo. Und ja, ganz ehrlich, also das Cover ist jetzt auch nicht so mein Fall. Aber es hat mich angesprochen. Es ist auch relativ dick, irgendwie über 400 Seiten. Und es beginnt quasi das Ganze hier vorne drin mit noch 31 Tage. Und irgendwie finde ich es spannend. Ich weiß nicht warum. Ich finde es aber spannend. Da geht es um eine längere Beziehung. Beide sind Anfang 30 und ja, da kommt Eva kommt aus dem Auslandsaufenthalt zurück und Thomas weiß gar nicht mehr so richtig, ob er das alles will. Ob er jetzt die nächsten Schritte machen will, ob er heiraten, Kinder kriegen und so weiter will. Und irgendwie hat es mich angesprochen. Vielleicht auch, nachdem ich beziehungsweise von Michael Behbeck gelesen habe oder aufgrund persönlicher Erfahrungen. Da will ich jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen. Ja, ich habe es spannend gefunden und habe es mitgenommen gestern. Ich konnte nicht anders. Das war so ein Es will zu mir Buch. Und dann ich habe ja schon gezeigt in diesem Vlog, dass ich schon mal sowas gekauft habe. Das ist noch so eine ähnliche ja, Schale bzw. Tellerchen für Sushi, für ich weiß nicht was. Ich finde aber dieses Muster irgendwie noch schöner. Deswegen musste ich es mitnehmen. Und diese Schälchen, die passen quasi zusammen, die beiden. Und das ist sozusagen das vierte Schälchen, das mir jetzt noch gefehlt hat. Ja, somit habe ich zwei von diesen Tellern und vier von diesen kleinen Schälchen. Ich bin sehr gespannt, wann und wie ich sie einsetzen werde. Ich hatte zwei von den Schälchen, die ich bisher besitze, schon im Einsatz. Da hatte ich dann gewaschene Himbeeren und Heidelbeeren drin. Und ja, so simple Dinge. Und wenn ich die aber dann richtig, richtig schön finde, dann nutze ich die auch. Deswegen mussten die mit, als ich es gesehen habe, dass es da auch gibt. Ich wollte ja eigentlich keins mehr kaufen, kein Geschirr mehr im Buchladen kaufen. So, und auf eine weitere Empfehlung hin. Derjenige, der mir den Buchladen empfohlen hat, hat mir auch nochmal so sehr, auch inhaltlich vor allem, vorgeschwärmt von Eine kurze Geschichte der Menschheit. Und das wird jetzt nichts Neues sein für den einen oder anderen. Das kennt jeder das Buch, oder? Von Yuval Noah Harari. Oder so ähnlich. Ich bin sehr gespannt. Ich dachte bisher, ich hätte da schon mal reingelesen und fand es nicht gut den Anfang, was mich nicht so reingezogen hat. Und jetzt hat es mich aber doch gekriegt und ich weiß nicht genau, ob ich tatsächlich in dieses Buch wirklich schon mal so richtig reingelesen habe. Ja, wie gesagt, also es war spannend zusammengefasst von demjenigen und ich konnte nicht anders. Also in dem Fall Empfehlung meines Therapeuten. Vielleicht sollte ich dazu auch nochmal ein Spezial Format machen, dass wenn ich schon in Therapie bin, kann ich auch die Leute ausquetschen, was sie gerne lesen. Genau, also das ist eingezogen. Und dann sind eigentlich nur noch zweimal das hier eingezogen.
also auch Non-Book-Kram. Das ist ein Karabiner mit Schraubverschluss. Ganz bescheuert, ne? Aber ich erzähle euch jetzt was über diese Karabiner. Ich habe eine Handtasche und ich besitze nicht wirklich Handtaschen. Die hängt hier hinten. Und die hat an der Seite hat die Karabiner und der eine ist kaputt. Und die haben definitiv auch nicht so einen Schraubverschluss. Und jetzt dachte ich, jetzt nehme ich davon vermutlich den roten. Aber den brauche ich jetzt zweimal, weil beide Seiten haben Karabiner. Und ersetze die einfach, damit ich diese Tasche noch nutzen kann und nicht die ganze Zeit genervt davon bin, dass das Ding aufgeht und so kaputt ist und scheppert. Ja, vielleicht hilft's und ich hoffe, ich werde damit glücklicher. Und die anderen kann ich bestimmt auch verwenden. Ich mag so Karabiner eigentlich sehr gerne, besitze aber irgendwie recht wenige davon, wie mir das so auffällt. Ich hatte schon mal eins in Herzform. Das ging aber leider auch recht schnell kaputt. Deswegen wollte ich eben was mit Schraubverschluss und dachte nicht, dass ich das jetzt unbedingt vom Moses Verlag im Buch lade. Manchmal ist es so, ja. Genau, und dann wollte ich fast auch noch ein Buch bestellen im Buchladen, habe es mir dann aber doch noch anders überlegt und ärgere mich ein bisschen. Mal gucken, was ich mir eventuell dort noch bestellen werde, während ich da die ganze Zeit irgendwie hinfahre und dran vorbeikomme, eigentlich direkt und Therapie habe. Die Problematik ist ja eher, ich müsste zeitgleich mindestens genauso viel lesen, wie ich dann da bestelle und kaufe. Wie gesagt, es sind schon wieder 2 Bücher neu angezogen. Zusammen mit den 3 von der letzten Woche sind es schon 5. Ich habe noch keine 5 Bücher in diesem Monat gelesen, es sieht aber gut aus. Ich bin gerade bei meinem 5. Buch. Also machbar, dass der Sub sich quasi ausgleicht wieder, aber puh. Also es könnte schon sein, dass noch ein paar Neuzugänge dazukommen. Deswegen bleibt dran und ja, guckt gerne wieder vorbei in einem Neuzugänge-Video, weil da erkläre ich nicht nur die Bücher, die ich jetzt schon habe. Vermutlich habe ich bisher noch mehr Bücher gekauft. Ich fürchte es. Ich werde es nicht aushalten. So, das war es jetzt aber wirklich an dieser Stelle. Ich hätte noch gern noch viel, viel mehr gezeigt und kann aber nur sagen, ich bin wahnsinnig glücklich mit dem, wie ich ja letzte Woche verbracht habe und diese Woche bisher, weil ich einfach durch die Therapie merke, dass es mir besser geht, dass ich fitter werde, dass ich wieder ein bisschen Mut fasse, dass ich das gut hinkriege, dass es wieder wird. Ja, und ich nicht unter Dauerschmerzen leiden muss, weil das ist einfach ein Thema, das brauche ich nicht nochmal. Genau, wenn ihr irgendwelche Fragen zu den Themen, zu den angesprochenen habt oder zu dem, was ich so mache an Therapie, wie das ausschaut, keine Ahnung, dann gerne in die Kommentare oder ich mache sonst auch nochmal ein extra Video dazu, wenn ihr das möchtet. Sehr gerne. Und jetzt am kommenden Samstag kommt ein spannendes Thema. Ich habe das, glaube ich, im Februar angeteasert. Es ist erst Juni. Also, ja. Ich weiß nicht, wer sich noch erinnert, vor 2 Jahren quasi. Da habe ich im Oktober, bin ich umgezogen, hier in diese Wohnung eingezogen. Habe da auch ein Video gedreht. Habe in dem Video gesagt, naja, und wenn es dann halt erst zu Weihnachten erscheint. Dreimal darf jeder raten. Wann es erschienen ist, Weihnachten in dem gleichen Jahr. Aber das ist ja schon ein bisschen blöd. Also, das Video auf jeden Fall von Samstag, das ist schon eine Weile vorgedreht. Ich bin sehr gespannt, das ganz bald jetzt zu bearbeiten und dann endlich mal euch zu zeigen. Geht um ein spannendes Thema. Auch da hoffe ich, dass ihr gerne ein bisschen Kommentare da lasst und eure Meinung, weil ich finde, es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. So viel dazu. Deswegen abonniert hier gerne und ja, schaut beim nächsten Mal wieder rein. Lest schöne Bücher und bleibt vor allem gesund. Tschüss.